Miriam, ja? Ich denke mir gerade so, ich sehe mich hier im Viewfinder, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf jeden Fall denke ich so voll schwarz, voll in Trauer. Ja, ich bin in Trauer. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe Trauerkleid, nein, Spaß ist jetzt Zufall, ich habe heute Morgen mir schnell was rübergeworfen, denn falls ihr den letzten Vlog gesehen habt, letzte Woche, dann habt ihr mitbekommen, dass ich das erste Mal alle 7 Kinder nicht zu Hause habe, beziehungsweise sie für die ganze Woche im Ferienlager sind. Die sind in Österreich, in Saalbach, in einem Ferienlager und haben hoffentlich viel Spaß. Und ich bin das erste Mal seit 18 Jahren, da war das erste Mal so richtig ohne Kinder. Ich meine, Miriam zähle ich nicht mit, die ist ja kein Kind, die ist 18. Zähle ich nicht mehr schon als Kindern, also ja. Und ich habe übrigens die Nacht durchgemacht. Ich habe noch den Kindern viel Proviant gemacht für die Fahrt und so. Und dementsprechend hat sich gar nicht gelohnt hinzulegen, weil wir mussten eh um 5 Uhr morgens wieder aufstehen. Ich bin dann um 4 Uhr da eingenickt, voll ey. Ich dachte so, ey, ich schaff's durchzumachen. Tam, um 4 Uhr morgens bin ich so eingenickt und musste um 5 Uhr wieder aufstehen. Ich habe mir nur schnell meine Abaya so rübergezogen und dann haben wir jetzt die Kinder abgelassen. Es ist ein komisches Gefühl. Das muss ich sagen, also ich komme mir so ganz jetzt komisch vor, vor allem weil ja jetzt gerade ganze Zeit Ferien waren und die Kinder ja jetzt seit 4, 5 Wochen die ganze Zeit Kinder zu Hause, ne? Und das ist die ganze Zeit hier immer Lautstärke, immer was los. Naja, also es wird ungewohnt, ich nehme euch mit, ich bin gespannt. Also wir haben wie gesagt die Kinder abgesetzt. Ich habe ein paar Kleinigkeiten eingekauft, denn morgen, also heute steht auf jeden Fall an, dass ich heute meine Sachen packe, denn morgen fahren ich und mein Mann ganz alleine, nur wir zwei, was wir noch nie gemacht haben. Wir hatten noch nicht mal Flitterwochen. Gar nichts. Das sind unsere ersten Flitterwochen nach 20 Jahren. Denn wir haben auch letztens erst gecheckt, dass wir unseren 20-jährigen Hochzeitstag verpasst haben. Da sind wir beide so immer verplant. Unser Kopf ist immer bei den Kindern. Alles, was um die Kinder geht, deren Termine, alles ist immer so. Aber unsere eigenen Sachen. Gut, deswegen ist es eine coole Gelegenheit vielleicht, dass wir das so nachholen. Auf jeden Fall habe ich mich für die polnische Ostsee entschieden. Dort war ich auch noch nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich weiß, über Instagram haben mir ganz, ganz viele schon Fragen gestellt, weil die auch gerne dahin fahren würden. Ist ja relativ nah. Also wir haben so eine 3 Stunden Autofahrt von hier. Aber ich glaube, viele Musliminnen, gerade auch eben mit Kopftuch, trauen sich nicht so nach Polen oder so. Diese Gegenden, da haben sie ein bisschen Angst. Also ich höre auch hier und da mal von anderen polnischen Schwestern, die Musliminnen konvertiert sind, die Kopftuch tragen, Musliminnen sind, auch ein bisschen negative Erfahrungen. Ich muss sagen, ich habe, Alhamdulillah, Gott sei Dank, noch nie was Schlechtes erfahren. Ich bin ja öfters bei meiner Mama in Polen, das ist ja so eine dörfliche Gegend, da kennt mich auch jeder. Ich war 2, 3 Mal in Breslau in der Stadt, aber ich war da halt auch nie viel unterwegs oder so, auch nicht alleine. Von daher, also wie gesagt, ich habe noch nichts erlebt. So, mal sehen. Da Ostsee, ich denke, da ist so typisch Touri-Gegend. Keine Ahnung, aber es wird was Schönes. Ich hoffe, es wird so schön wie auf den Bildern, was wir uns da, was ich da ausgesucht habe und gebucht habe. So, das ist so ein Apartment direkt am Meer, so wirklich mit so einem Meerblick. Ich bin echt gespannt, also ich kann es kaum erwarten. Morgen früh geht's los, also unser Check-in ist um 17 Uhr, aber wir fahren schon ein bisschen früher hin, wir können ja dann schon da schon mal die Gegend erkunden und so. Ich muss nur halt gucken, ich habe ein bisschen was eingekauft, weil ich weiß nicht, ob am Sonntag, wenn wir da fahren, ob da Geschäfte offen sind. Teilweise wahrscheinlich schon, weil am Montag ist in Polen Feiertag. Die katholischen Feiertage sind in Polen immer Feiertage. Deswegen habe ich sicherheitshalber, wir haben ja im Apartment eine kleine Küchenzeile, also es mit Selbstversorgung ist halt kein Frühstück, kein Essen, nichts. Deswegen habe ich ein paar Sachen, so Kleinigkeiten so eingekauft, dass wenn was ist, dass wir uns ein bisschen was zubereiten können. Für Frühstück habe ich so ein bisschen Porridge und so weiter, ein bisschen so, ja, Kleinigkeiten. Mal schauen, ich bin gespannt und ansonsten so mit Essen ist ja eh dann immer ein bisschen schwierig woanders, aber ich denke, da gibt es bestimmt viel Fisch oder so am Wasser. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich rede nicht zu viel, das sind ja schon wieder fast 5 Minuten Gelaber, sondern ich werde euch mitnehmen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde euch alles zeigen, wie es da ist und wie ich mich da so wohlfühle. Ich hoffe, es wird sehr schön, dass wir das dann auch vielleicht mit den Kindern machen können. Ostsee soll ja auch sehr, sehr schön sein, war ich persönlich halt auch noch nicht.
Deswegen, ja, ich freue mich. Ich hoffe, ich kann auch abschalten und bin nicht zu sehr mit den Gedanken die ganze Zeit bei den Kindern. Ich denke, die werden auf jeden Fall viel Spaß haben. Und ja, wir werden ja eh da telefonieren, da bin ich mal gespannt, ne? Und Maddie, was machst du hier ohne uns? Also ich habe für 2 Nächte gebucht übrigens, es war auch nicht so günstig. Also für die 2 Nächte ich habe es ein bisschen günstiger bekommen. Also ich habe es über Booking.com gefunden, habe es aber dann telefonisch dann direkt da angerufen und reserviert. Das hat mich dann 100 Euro nochmal günstiger, habe ich nochmal 100 Euro gespart, weil wir haben auch das Apartment mit so einer eigenen Terrasse, wo man so oben sitzt und dann das ganze Meer so, oh, und Sonnenuntergang und so sieht. Da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall für 2 Nächte haben wir gebucht für 450 Euro. Ja, deswegen denke ich, reicht so 2 Nächte. Mal gucken, vielleicht, wenn es so toll, weiß ich nicht, vielleicht sage ich, oh nee, das reicht mir nicht. Dann gucke ich mal, ob ich vielleicht noch was dazu buchen kann. Aber ich denke, das reicht dann auch. Und ja, Miriam, was machst du? Sie ruft ihre Cousinchen. Ich habe sie auch gefragt. Sagst du, Maniam, willst du gerne mitkommen? Bist du traurig, dass wir ohne dich gehen? Nee, sagt sie. Also sie fand es jetzt okay. Ansonsten hätte ich gesagt, komm, nehme ich dich mit. Aber was ich dann die ganze Woche so mache ohne Kinder, werdet ihr dann jetzt sehen in dem Video, inshallah. Also viel Spaß. Es geht los. Es ist voll das komische Gefühl. Erstens, dass die Kinder gar nicht da sind. So, Proviant, bitte nehme ich nach vorne. Das Licht, das kommt hier. Das kommt. Ja, Miriam, ich wünsche dir schöne 2-3 Tage ohne uns. Danke. Genieß auch du die Ruhe. Und mach bitte keine Party zu Hause. Ja? Gut, dann geht's jetzt los. Das sind die Häuschen. Guck mal, da ist das Meer. Oh mein Gott, wie schön das Meer ist. Ja, was ist das? Ja. Was ist das? Ich gehe dann mal auf die Terrasse. Ja, das ist voll gruselig, ne? Okay, ich dachte, so wird es so sein wie auf den Bildern. Und ja, es ist so wie auf den Bildern. Krass. Ich habe vom Bett einfach ganz halt das Meer beobachten. Das ist so mega. Ich zeige euch gleich, wie du hier so reinkommst und so. Wir haben ja unseres mit Terrasse, das heißt, es geht hier nach oben auf die Terrasse. Da war ich noch nicht. Da gucken wir mal gleich gemeinsam, wie es da oben auf der Terrasse ist. Oh mein Gott, ist das schön. Ich muss selber erstmal das verarbeiten. Es war gerade so ein bisschen anstrengend, weil wir haben doch ein bisschen länger gebraucht. Eigentlich war 3 Stunden 40 angesagt. Und dann waren doch voll viele Staus auf dem Weg und haben dann doch eine Stunde länger gebraucht und dann ist hier leider ein bisschen mit Parkplatzprobleme. Also die haben eigene Parkplätze, nur sehr wenige und die waren alle schon voll und ansonsten muss man halt so hier in der Gegend, hier ist ja richtig voll, richtig Touris, so viele Hotels und weiß ich was, ne, Apartments und so, richtig krass. Richtig voll hier, richtig Touri, aber es ist richtig schön und auch der Strand ist gar nicht so überfüllt. Aber zeige ich euch alles. Ich muss jetzt erstmal auf die Terrasse. Ich muss erstmal kurz das YouTube. Ist ja Sonntag, ne? Das YouTube-Video ist online gegangen. Da muss ich nochmal Bescheid sagen. Auf Instagram und dann erstmal selber die Eindrücke verarbeiten. Oh mein Gott. Und dann jetzt hier so sitzen und das Meer beobachten. Krass. Ja, mehr kann man sich nicht wünschen. Mehr kann man sich wirklich nicht wünschen. Mega. So schön. Das Meer ist das Geräusche, das Meeresrauschen und so. Oh, ich mache mir einen Kaffee erstmal. Ich frage mich jetzt, ob die Terrasse uns alleine gehört oder ob die daneben auch darauf gehen. Weißt du, was ich meine? Denke ich auch, aber vielleicht ist es getrennt. Oh mein Gott, oh, das ist aber ein bisschen gruselig, Hikmet. Ich habe Angst. Ah, ich habe Angst, aber oh, ich habe Angst. Ah, ich gucke einfach nicht. Oh mein Gott, guckt euch bitte diese Aussicht an. Oh Gott, ich freue mich auf den Sonnenuntergang heute. Oh mein Gott, die Terrasse ist für uns alleine. Durch, ich gebe euch den Meeresblick. So,
Oh mein Gott, was ist das? Ist ein Traum, ein Traum. Lass mich mal Wetterbericht. Oh, es ist aber schön hier, es ist nicht so heiß wie bei uns jetzt in Berlin. Ich guck mal auf den Wetterbericht. Auf Deutsch nennt sich das hier Großmöhlen, ist aber Ustronje Morskie. Also, angebliches Morgengewitter, beziehungsweise heute Abend ein Gewitter. Das ist mega. Seht ihr dieses, das Blaue hinter mir? Oh mein Gott, ich krieg mich nicht ein. So, wir sind jetzt rausgegangen. Und normalerweise mag ich es gar nicht, draußen zu vloggen. Ich fühle mich beobachtet, aber ich muss euch sagen, ich fühle mich so oder so beobachtet. Ich fühle mich wie, als wäre ich aus dem Zoo entlaufen oder so. Die Leute gucken mich an, aber juckt mich nicht. Also bis jetzt hat keiner böse geguckt, sondern nur eher so ein bisschen erstaunt. Aber es sind hier so viele Touristen. Aber ich habe noch keine mit Kopftuch entdeckt. Also ich glaube, da bin ich schon hier die Einzige. Wir wollten jetzt suchen, jetzt hier kurz, hier war irgendwo Dino und Lidl, ein paar Sachen, Kleinigkeiten einzukaufen. Weil so auch gerade so die, jetzt die Restaurants und so, ist alles überfüllt. Also ich habe gesehen, es gibt auf jeden Fall Sapiekanka. Sapiekanka will ich essen. Das ist eigentlich so ein überbackenes Baguette. Das ist mit Champignons und so, also auch vegetarisch. Das will ich auf jeden Fall mal essen. Aber ich dachte, wir kaufen ein bisschen was ein. Ich habe zwar auch in Deutschland ein bisschen was eingekauft, aber da ist jetzt zum Beispiel kein Öl zum Braten und so. Deswegen dachte ich, ein paar Sachen holen wir. Aber ich kann nicht mehr. Ich wollte noch den Sonnenuntergang filmen. Den dürfen wir nicht verpassen. Weil laut Wetterbericht leider zeigt Gewitter an. Also es könnte sein, dass morgen Gewitter ist und dann, ja, ist auch ein bisschen schade. Oh, siehst du das, was die da essen, diese Riesenbaguette? Das sieht richtig lecker aus, ne? Wir sind jetzt nicht mit Auto wieder los, weil wir haben voll schwer einen Parkplatz gefunden und haben dann das Auto richtig wirklich vor unserem Apartment geparkt. Und da wollen wir es jetzt nicht nochmal wegbewegen, weil wir haben was, fast eine Stunde oder so, ne? Bis wir die Stelle gefunden haben, bis wir Parkplatz gefunden haben. Das war ein bisschen schwierig. Ich sag ja, die Leute gucken so, ich achte gar nicht so drauf, wer so guckt. Und dann habe ich jetzt aber extra, weil ich normalerweise, ich bin mir dessen nicht bewusst, wenn mich, also ich gucke nicht, ob Leute mich angucken. So. Und jetzt habe ich ein paar Mal extra in die Gesichter der Leute geguckt und musste so lachen. so erstaunte Gesichter. Was ist dein Eindruck jetzt schon mal hier so? Ja, schön. Ja, schön. Ja, ich glaube, wir sind generell nicht so. Also ich glaube, wir sind generell beide eben nicht so, die so Gegenden mögen, die so überfüllt sind, ne? Aber es war mir schon klar, ich meine, wir sind hier direkt am Meer, an der Ostsee. Ist klar, dass hier viel los ist. Deswegen war mir ja wichtig, dieses Zimmer, dass ich halt auch trotzdem dieses Meer genießen kann vom Zimmer aus. Weil es gibt hier so viele Apartments, so viele Hotels. Aber um das Meer zu genießen, müsstest du halt raus und dann zum Meer rüberlaufen. Ne? Und das ist so halt, ich kann es halt vom Bett aus genießen. Das ist ja das Schöne. Das ist das Besondere. Ja, zum Einkaufen haben wir nichts gefunden. Zum Lidl waren es noch 700 Meter. Ich konnte nicht mehr. Jetzt laufen wir aber den Strand entlang wieder zurück. Oh, guck mal, schön. Alter, hey, worauf wartest du? Let me feel your love again. Cause I've been running round in circles, screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under streetlights. Doing what we want to. Doing what we need to do. Staying up all night. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your hand. Wir haben uns jetzt einmal Sapiekanki bestellt. Das sieht so aus wie von meiner Kindheit. Jetzt probier du als erstes und sag, wie du es findest. Aber nicht filmen dabei. Okay, film ich nicht dabei. Hab ich gefilmt. Kann ich probieren? Mhm. Und? So. Es ist jetzt kurz vor 6 und der Sonnenaufgang ist gerade. Und deswegen dachte ich, ich nutze den leeren Strand
um jetzt ein bisschen runter zu gehen. Weil der ist gerade richtig leer und genießt den Sonnenaufgang. Ja, der perfekte Zeitpunkt war beim Sonnenaufgang. Da war der Strand super leer. Heute muss man aber auch sagen, es ist Montag und es ist hier in Polen Feiertag unter Maria Himmelfahrt. Genau, und deswegen sind ganz, ganz viele Polen eben auch übers Wochenende Sonntag und beziehungsweise mit Montag hierher gekommen. Deswegen ist es super voll. Ich bin mal gespannt, wie es morgen ist. Also wir haben jetzt nochmal eine Nacht verlängert, aber Wasser ist mega kalt. Ich habe auch gegoogelt, steht, dass die Ostsee 18 Grad hat, also ist schon echt kalt. Aber ich finde den Strandsand super schön, der ist super schön hell und das Wasser sieht so toll aus. Also die Farbe ist echt, echt schön. Aber, ja. Da wir ja hier eine kleine Küche haben und hier so mit Selbstversorgung ist und ich jetzt da nicht unbedingt immer runtergehen will zum Essen, beziehungsweise auch nicht weiß was. Und naja, auf jeden Fall habe ich hier ein paar Kleinigkeiten extra besorgt. Und zwar hier zum Beispiel so ein Porridge oder hier für einen anderen Tag ein Beeren-Smoothie. Was ist das? Smoothie Bowl? Ja, Acai in Beerenland, irgendwas auf jeden Fall. Mal probieren, kenne ich noch gar nicht, aber hier heute mache ich auf jeden Fall ein Porridge. Da habe ich auch extra hier ein bisschen Granola geholt für so oben drauf. Natürlich Mandelmus darf nicht fehlen, ein bisschen Reisjoghurt zum Süßen, wer möchte. Und Heidelbeeren. Und das mache ich jetzt hier ein kleines Frühstück. Und das Frühstück ist fertig. Wir haben hier ein Fischrestaurant gefunden, haben jetzt hier gebackenen Zander mit Pommes und das ist Surówka, sowas wie Krautsalat, ne? Und hier direkt am Wasser. Schön, also hier wird auch nur Fisch, also es ist ein reines Fischrestaurant, deswegen kann man hier guten Gewissens essen. Oh, Appetit! Smacznego! Söle, Smacznego? Schmacznego. Schmatz nicht so viel. Smacznego. sieht gut aus, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich euch so eine Roomtour gezeigt habe. Ich zeige mal einfach ganz kurz. Also hier ist mal reingekommen. Hier sind auch noch Fenster, die haben wir zugemacht. Also die haben sie zugemacht. Dann ist hier auch so ein kleiner Schuhschrank. Also ich sage, hier kommt man rein. Am besten Schuhe ausziehen, weil sonst schleppt man den ganzen Sand hier rein. Wir sind ja auch schon heute der, was? Dienstag? Was halt der Sonntag? Und wir kommen Montag. War das Dienstag? Genau. Und sonst wird es hier sehr schnell dreckig. Hier ist dann das Badezimmer. Ganz schlicht, normal, mit Dusche, was man so braucht. Und dann haben wir hier so die kleine Küche, die auch, ist auch mit alles so ausgestattet, war ganz okay. Also alles hat man, Kaffeetassen, so eine kleine Nespresso-Maschine ist hier, aber ich hatte zum Glück löslichen Kaffee auch mitgenommen, aber die hatten ja auch ein bisschen Kaffee und Tee.
war hier. Ansonsten, wenn man auch kochen will, muss man dran denken, dass man sich alles mitbringt, weil hier ist nichts, also so, ne, Öl oder irgendwelche Sachen, Gewürze und so, also braucht man schon dann alles. Dann ist hier so dieser kleine Tisch mit zwei Stühlen. Ich habe mir jetzt einen Stuhl rüber gemacht, weil ich habe halt keinen Nachttisch. Das ist so die Aussicht. Das ist einfach das Highlight hier dran. Hier ist auch ein kleiner Fernseher. Zum Beispiel jetzt hört ihr das Meer, aber ich finde, sie haben das sehr gut abgedichtet. Also wenn man es zumacht, hört man eigentlich gar nichts, so gut wie gar nichts. Also schon gut abgedichtet. Und hier ist dieser Aufgang zu der Terrasse. Die ist ein bisschen gruselig. Also wer Höhenangst hat, ja, ist ein bisschen gruselig, sag ich es jetzt mal so. Ne? Ich weiß, hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal Zimmer, die mit Wohnzimmer sind. Also halt nochmal größere Apartments. Aber ich finde, das reicht vollkommen aus. Also ich finde, es ist auch größer wie auf dem Bild. Ich fand, auf dem Bild sah das noch so kleiner aus, dieser ganze Raum. Also ich finde es schon ausreichend. So, wir waren ein bisschen kurz einkaufen. Um die Ecke war nämlich Biedronka. Und da haben wir frische Eier eingekauft und ein paar frische Brötchen und Croissants. Und machen heute so ein kleines Brunch-Frühstück. Ja, ich habe sogar mein Dings gefunden. Mein polnischen Kartoffelsalat. Ich liebe das ja so. Der ist so lecker. Ja, sowas kann einfach nur mir passieren. Ich habe von meinem Bikini zweimal Unterteil eingepackt und nicht das Oberteil. Also ich habe zwei Badehosen sozusagen lange, aber dann Oberteil. Ich dachte, es ist das Oberteil, weil es zu Hause so eingerollt war im Schrank. Und es war einfach die Hose. Naja, ich glaube, ich werde jetzt eh noch mal testen. Ich glaube, das Wasser war ja sowieso sehr kalt. Vielleicht gehe ich halt eben nur halb rein, aber habe jetzt meine Bluse hier angezogen und habe aber meinen Badehose sozusagen an. Naja, aber ich dachte, wir genießen heute wenigstens den Sonnenuntergang hier am Strand, ne? Guck mal, sieht doch schön aus, ne? Jetzt so die Sonne. Bisschen, ich gehe mal ein bisschen mit die Füße rein, mal gucken, aber ich glaube, es ist sehr kalt. Es ist, was ist heute? Heute ist Mittwoch. Wir sind ja Sonntag am späten Nachmittag angekommen und eigentlich hatte ich ja bis Dienstag das Ganze gebucht hier und dann habe ich aber gleich gemerkt, nee, das wird mir nicht reichen und habe am Montagmorgen gleich nochmal einen Tag dazu gebucht und ja, 11 Uhr ist Checkout, es ist jetzt 11:15. Wir fahren jetzt los. Ich werde am Ende noch eine kleine Zusammenfassung von dem Ganzen machen, aber jetzt, weil es ist ja noch früh, der Tag ist lang, der Tag ist wunderschön, dachte ich, wir fahren rüber nach Kolberg, also Koobjek. Da ist nämlich ein schöner Leuchtturm und vielleicht können wir da so ein bisschen noch schlendern oder so, ein bisschen da die Gegend erkunden. Das ist von hier, sind es jetzt 23 Minuten oder so, oder waren es 23 Kilometer, auf jeden Fall irgendwas um den Dreh, 20 Kilometer oder so. Fahren wir darüber, schlendern da ein bisschen, vielleicht essen wir dann noch was und dann möchte ich noch auf dem Rückweg einkaufen zu Dino oder Biedronka, mal gucken, was ich da finde. Also man merkt auch hier, auch meine Mutter, sie lebt ja in Polen, sie weiß ja, auch hier ist natürlich alles teurer geworden, aber es ist jetzt im Vergleich zu Polen schon etwas günstiger, deswegen, da ja zu Hause jetzt auch nicht so viel Proviant ist und die Kinder ja am Freitagabend wiederkommen, kaufe ich ein bisschen ein. Und übrigens, ich habe E-Mails bekommen von der Reise, wo die Kinder sind in Österreich. Oh mein Gott, was die alles gemacht haben. Ich beneide die total. Da waren Fotos, die sind
eine Klippe entlang gelaufen mit einem Wasserfall. Die haben Drifting gemacht, die sind Rodelbahn runtergefahren mit 40 km/h. Also echt toll, das sei ja wow. Also da muss ich auch echt sagen, dass wenn ich so dann überlege, ist es eigentlich dann auch gar nicht so teuer pro Kind. Weil wenn ich überlege, so normale Klassenfahrt, was man so für die Kinder gibt, ist da so der Preis von Klassenfahrten. Und ich finde so bei den Schulklassenfahrten, da haben sie nicht so eine coole Action gemacht. Vor allem ist es ja auch diesmal Österreich, ne? Also ich freue mich für die Kinder und ich bin total gespannt, wenn die am Freitag wiederkommen, was die dann so alles erzählen. Ja, da bin ich echt gespannt. Aber jetzt fahren wir erstmal rüber nach Korbjek und ja, schauen wir mal, was wir so Schönes da machen. Und das war's von hier. Tschüss. Guck, ich habe natürlich hier alles aufgeräumt, ne? Wir heißen ja nicht umsonst Themis. Okay, das mache ich noch in den Mülleimer. So, ja, alles sauber gemacht, abgewaschen, eingeräumt in die Küche. Ich würde am liebsten noch staubsaugen, aber ich glaube, das lasse ich mal. Pfannkuchen und 10 Spritzkuchen, aber das sind Atombomben-Dinger. Ich zeig dir euch gleich mal. Ich habe sie gefragt, weil ich meinte, die Kinder kommen ja erst am Freitagabend wieder, das heißt, sie können die erst am Samstag essen. Aber sie meinte, viele kaufen die und frieren die ein. Die bleiben frisch, die sind ja gerade frisch auch gemacht. Zeig mal die anderen. Da drunter, guck mal, die riesen Dinger. Die sind ja so riesig. Guck mal, so richtig fett. Und da drunter sieht, so eine Spritzkuchen gibt es bei uns nicht. Das sind Atombomben-Spritzkuchen. Ich habe umgerechnet, also pro Stück so jeweils so 1,30 ungefähr in Euro umgerechnet, also finde ich. Und dabei ist hier auch Touristengegend, ne? Also hier ist ja eh alles ein bisschen teurer. Wir haben unsere Bootsfahrt gemacht, wir haben uns gestärkt, wir haben richtig lecker Fisch gegessen. Es war auch wieder ein reines Fischrestaurant, also da gab es nichts anderes außer Fisch. Und jetzt sind wir wieder Richtung Zentrum gefahren und suchen jetzt irgendwie entweder Biedronka oder Dino. Das sind so die polnischen Supermärkte, ja. Und kaufen jetzt noch ein bisschen was ein für zu Hause. Also gerade so Käse und so ist ja bei uns jetzt wieder der teuer geworden. Die Preise sind gestiegen. Wir haben immer so eine 400 Gramm Packung, ne, Gouda in Scheiben. Was kostet jetzt aktuell? Was normalerweise mal 1,99 ist jetzt bei 2,79. Und ne, und die Kinder essen halt viel Sandwich, Käsetoast und so. Also Käse geht bei uns richtig weg, ne? Mal gucken, wie teuer Butter ist. Butter auch, weil wir kommen auch immer nur Butter. Also ein paar kleine Einkäufe und dann geht's ab nach Hause. Ja, Mary wartet schon. Sie musste gestern den Müll rausbringen. Oh mein Gott, sie musste den Müll rausbringen, ja, weil die Müllabfuhr gekommen ist. Ja. Wir haben noch 2 Tage ohne Kinder. Donnerstag und Freitag kommen die ja erst spät. Mal, ich bin gespannt, was die berichten werden. Aber jetzt geht's erstmal an. Bisschen einkaufen. Ich hoffe, mein Geld reicht. Ich habe noch um die 400 Zloty. Müsste reichen. Wir sind wieder da und das ist der kleine Einkauf, ich dachte, ich zeig dir. Ich habe nicht so viel eingekauft, ich hatte keine Lust, nochmal Geld zu wechseln. Ich habe eh das Wichtigste gekauft, das war einmal Käse. Also wenn man so rechnet, es war
ist auch da nicht so wirklich günstig, aber trotzdem günstiger für den Kilo Gouda. Und das, der schmeckt halt auch nochmal gut. Umgerechnet 5 Euro für den Kilo, haben wir 6 Mal genommen. Dann habe ich hier diesen ganzen am Stück, der schmeckt auch nochmal ganz anders. Das Ganze, ich glaube, das sind 4,5 oder 5 Kilogramm. Ich glaube, 4,5 waren das für 30 Euro. Dann ein bisschen Kekse für die Kinder, die mögen das immer auspolen, solche Kekse, Prinzipolo, solche gefüllten und dann 10-mal Butter, die gute Butter, die war auch natürlich ein bisschen teurer. Das war 2,50, aber das sind 300 Gramm. Ne? Bei uns sind ja immer 250 Gramm Butter, das sind 300 Gramm, das ist die gute Butter. Also da gab es auch billige, das war aber auch die teure. Ja, also weiß ich nicht. Das jetzt wirklich sehr viel günstiger ist, ein bisschen denke ich schon, aber gut. Und dann hier für die Kinder, ich werde das Ganze so einfrieren, damit wenn die kommen, dass das natürlich frisch ist, weil bis Freitag, sonst wird es vielleicht ein bisschen links. Dann ein paar mit Schokofüllung und ein paar mit Marmelade. Wow, ja, in der Zeit, wo wir weg waren, sind die Gurkenballen. Die Gurken. Ja, oh mein Gott, ganzer Kopf voll Gurken. Was sollen die alle essen? Was mache ich denn da draus? Zum Einlegen sind die zu groß. Aber es gibt so irgendwie solche Rezepte, wo man die so in Scheiben schneidet und dann einlegt. Okay, Bohnen kann ich morgen einen Topf wieder draus machen. Aber das ist viel. So, meine Lieben, ich dachte, ich gebe euch jetzt noch eine kleine Zusammenfassung von dem kleinen Urlaub zu zweit, den wir gemacht haben. Ich habe ja am Anfang ja schon alles erklärt. Ich wollte euch nur einmal sagen, wie ich mich so da wohlgefühlt habe. Also erstens muss ich sagen, ich war positiv überrascht. Man weiß ja immer nicht so, wenn man etwas so bucht, ne, ist es denn so wie auf den Fotos und so weiter. Und es war auf jeden Fall so. Es war genau das, was ich halt wollte. Ich wollte was zum Entspannen. Ich wollte das Meer genießen, ohne unbedingt da jetzt am Strand zu liegen oder reinzugehen. Und das war definitiv der Fall. Also es war auf jeden Fall dieses Erlebnis, dieser Ausblick vom Zimmer. Es war unbeschreiblich, also das haben wir auf jeden Fall sehr, sehr genossen. Und dann ja, also da, wo wir waren, ne, Ustronje Morske, das ist, auf Deutsch nennt man das Großmölln. Also es war wirklich voll mit Touristen. Also als wir auch ankamen, ne, war ja Sonntag und am nächsten Tag, also wir sind am frühen Abend am Sonntag angekommen oder späten Nachmittag. Und Montag war auch ein Feiertag in Polen. Das heißt, es war super voll und es war halt richtig voll mit Polen auch. Also wir haben schon auch gehört, dass auch Deutsche waren, aber ich fand, es waren sehr, sehr viele Polen da wegen dem Feiertag. Wahrscheinlich haben sie das genutzt, das schöne Wetter, dass alle halt dahin gefahren sind. Ja, und ich muss sagen, also es war halt so, ich bin ja normalerweise nicht so ein Mensch, der da immer so jetzt drauf unbedingt achtet, ob ich angeguckt werde. Also ich achte da wirklich nicht so drauf. Aber da habe ich so ein bisschen ab und zu mal drauf geachtet. Und die Leute haben ein, zwei angeguckt, aber keiner hat einen böse angeguckt. Auch überall in den Geschäften oder beim Essen oder so. Hat auch keiner, irgendwie war jeder freundlich und so. Also ich habe da echt nichts erlebt. Wir hatten sogar heute noch mal zwei andere Musliminnen über Instagram geschrieben, die meinten, die waren auch in Polen am Strand und so und haben auch nichts. Klar, meinten sie, die wurden schon angeguckt mit ihrem Burkini, aber keiner hat böse geguckt oder so. Und das kann ich auch so bestätigen. Ich habe auch da in Ustronje Morska, also in Großmölln, habe ich eine Familie mit zwei Bedeckten gesehen, die an uns vorbeigelaufen ist. Und am letzten Tag sind wir auch noch nach Kolbeck gefahren, also Kołobrzeg. Und da habe ich auch vom Weiten so eine Familie gesehen, wo zwei Bedeckte mit dabei waren. Also, das war dann auch so, ah, guck, da sind auch noch mal so Muslime. Also, das war schön. Aber es ist natürlich, denke ich, schon eben eher ungewohnt für viele. Aber gerade zum Beispiel auch in Kolbeck war es voll mit Touristen. Also, da war richtig, das richtig gemerkt. Da waren super viele Deutsche. Und so, und da war es halt so, da fand ich mich gar nicht so beobachtet. Ich denke, das, was mir so andere muslimische Schwestern berichtet haben von Polen, wo sie negative Erfahrungen gemacht haben, ich denke, das ist eher dann wahrscheinlich, wo sie in ihren Heimatstädten waren oder so, kann ich mir vorstellen. Aber gerade so, wenn man irgendwo hinfährt, wo halt wirklich auch viele Touristen sind, ich glaube, da braucht man sich dann nicht so fürchten. Also, falls jemand von euch dann auch gerne an die polnische Ostsee fahren möchte, kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
versucht es auf jeden Fall. Also ich fand halt einfach schön, ne? Also wir sind auch zurück, sind wir super schnell gefahren. Also zurück war der Weg super schön frei. Wir haben da wirklich gerade mal nicht mal 2,5 Stunden gebraucht, um zurückzukommen. Also es ist wirklich, also gerade so von Berlin aus, ne? Also ist man wirklich, also innerhalb von 2,5, 3 Stunden an der Ostsee, ist es schon sehr, sehr schön. Und ich glaube, es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir da waren. Ich kann es euch empfehlen, ich kann euch gerne in die Infobox nochmal die Adresse schreiben, wo wir genau waren. Und dann war es halt so, wir sind ja am Mittwoch am frühen Abend zurückgekommen. Dann war halt so, Donnerstag habe ich noch so ein bisschen die Zeit genutzt ohne Kinder. Ja, da habe ich schon echt den ganzen Tag so an die Kinder gedacht und das war dann auch schon so, ah, da habe ich es, weil wo wir in Polen waren, da war ich ja halt die ganze Zeit so abgelenkt von der Umgebung und alles, ne, weil halt alles anders war. Da habe ich wirklich, muss ich sagen, echtes genossen. Aber dann, als ich zu Hause war, habe ich schon echt gemerkt, so, die Kinder fehlen mir, was machen die, wie geht's denen? Und ja, heute ist Freitag, wir fahren die gleich abholen. Und ja, das seht ihr dann im nächsten Vlog, ich kann es kaum erwarten. Ich habe schon Nachrichten gekriegt von den ein oder anderen Kindern und musste schon heulen. Dann dachte ich, ich freue mich. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall war, dann lasst ihm gerne einen Daumen hoch da und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis bald!